Nun von vorn ist er ganz und gar der neue Panamera der zweiten Generation. Doch von der Seite und von hinten, tja, da zeigt er sich mit einem komplett neuen Heck und einer höher und geraderen nach hinten verlaufenden Dachlinie. Die Lösung, das hier ist der erste Kombi von Porsche. Er heißt natürlich nicht Kombi, sondern Panamera Sport Turismo. Das Fahrzeug bringt neben dem Styling einen höheren Nutzwert. Wir haben eine größere Ladeklappe hinten, die Ladekante ist um 140 mm abgesenkt und erstmals in der Panamera-Familie jetzt ein Fahrzeug als Fünfsitzer. Auf den Punkt gebracht. Viel Laderaum, viel Luxus, viel Sportlichkeit. Es gibt ihn mit Benzin, Diesel oder Plug-in-Hybrid. Die Minimalmotorisierung startet bei 330 PS. Die stärkste Variante des Kombis ist der Turbo mit 550 PS. 0 auf 100 dauert gerade mal 3,6 Sekunden, bis 200 vergehen um die 13 Sekunden. Wenn's geht, kann er bis zu 304 km pro Stunde schnell sein. Alle Sporttourismus sind von Haus aus mit Allrad ausgestattet, so geht kaum Traktion verloren. Wer mag, kann das Fahrverhalten noch mit Hinterachslenkung und einer Wankstabilisierung optimieren. Für den Fahrer stehen zum Teil serienmäßig, zum Teil als extra die technischen Innovationen der Panamera-Baureihe zur Verfügung. Ab dem 4S ist die adaptive Luftfederung Serienausstattung. Fahrwerk, Lenkung, Dämpfung passen perfekt zum Auto und sind natürlich recht sportlich ausgelegt. Hier ist alles so, wie wir es von einem Porsche erwarten. Perfekt eben. Der Unterschied zum normalen Panamera ist hinten. Ja, gucken wir doch mal, was in den Sporttourismo reingeht. Wir sehen, die Ladekante ist um 143 mm abgesenkt gegenüber der Limousine und der Kofferraum bis zur Brüstungshöhe 520 Liter Volumen und wenn er komplett umgelegt ist, 1390 Liter, 50 Liter mehr als bei der Limousine. Die offizielle Markteinführung des Panamera Sport Turismo startet in Europa im Herbst 2017. Bestellt werden kann er natürlich jetzt schon. Die Preise in Deutschland starten bei knapp 98.000 Euro für den Panamera 4 Sport Turismo. Für das Spitzenmodell, unseren Turbo Sport Turismo, verlangt Porsche in Deutschland mindestens knapp 157.000 Euro.